Hallo, im Teil 19 der UFG-Klimastudie geht es nun um das falsche Verständnis von Wärme und dass dadurch CO2 als falsche Ursache des Klimawandels angenommen wurde bzw. wird. Im Teil 19 der Klimastudie werden thermische Energie, Temperatur und Wärme zum ersten Mal widerspruchsfrei, eindeutig und logisch definiert und erklärt. Derzeitig ist das nicht der Fall, was die Hauptursache dafür ist, dass mit CO2 eine wissenschaftlich völlig unmögliche Ursache für die Klimaänderungen angenommen wird. Im Teil 19a wird gezeigt, dass bei korrektem Verständnis und korrekter Messung der Wärmeeinstrahlung der Sonne deren Zunahme als Ursache der jetzigen Klimaerwärmung nachgewiesen werden kann. In Teil 19b wird gezeigt, dass bei korrektem Verständnis und korrekter Messung der Erdwärmeausstrahlung CO2 als Ursache der Klimaerwärmung widerlegt werden kann. Zunächst zur genauen Definition von thermischer Energie. Thermische Energie eines Körpers ist die gesamte kinetische Energie, das heißt Bewegungsenergie, der von ihm emittierten, das heißt abgestrahlten Infrarotphotonen. Temperatur ist eine Maßeinheit für thermische Energie pro Zeit- und Abstrahlfläche. Noch einige Hinweise aus nachgewiesenen Erkenntnissen der neuen Physik. Strahlung besteht eindeutig aus Teilchen, das sind Photonen, und nicht aus Wellen. Alle beobachteten Phänomene von Strahlung werden in der neuen Physik klassisch und widerspruchsfrei durch Photonen erklärt. Bekanntermaßen werden sogar die Energien von tatsächlichen Wellen, wie zum Beispiel Funkstrahlenwellen oder Meereswellen, niemals bestimmt durch ihre Frequenzen, sondern durch die Wellenhöhe, das heißt Amplitude. Die Bezeichnung Frequenz von Strahlung ist daher ein falsch verstandener und unsinniger Ausdruck für die kinetische Energie von Photonen. Nun die korrekte, detaillierte Erklärung von thermischer Energie. Thermische Energie, das heißt die kinetische Energie von emittierten Infrarotphotonen, wird durch Stöße verursacht, die bei allen Teilchen erfolgen, außer am absoluten Nullpunkt. An allen Teilchen sind Photonen gebunden, die bei Stößen durch Erhöhung der Bindungsschwingungen emittiert werden. Je höher die kinetische Energie der Teilchen eines Systems ist, desto höher sind die kinetischen Energien der emittierten Photonen. Die Verteilung der Photonenenergien entspricht der Verteilung der kinetischen Energien im emittierenden System. Thermische Energie ist auf Infrarotphotonen beschränkt, da nur diese ohne weitere Reaktion absorbiert, das heißt gebunden werden, und dadurch thermische Energie übertragen wird. Emittierte Photonen werden durch Absorption von allgegenwärtigen Photonen ersetzt, wodurch das emittierende System immer die Temperatur der Umgebung annimmt. Dieses nennt man thermisches Absorptions-Emissionsgleichgewicht. Viele Temperaturangaben machen keinen Sinn. Derzeitig werden oft Temperaturwerte angegeben, die der mittleren kinetischen Energie entsprechen. Diese geben nicht die thermische Energie eines Systems an und dürfen daher nicht als Temperatur ausgedrückt werden. Photonen mit Energie höher als Infrarot erhöhen keine Wärme, sondern werden reflektiert, brechen Bindungen oder durchdringen andere Körper. Daher sind Temperaturwerte begrenzt und zwar meistens auf unter 3000 Kelvin. Dies gilt zum Beispiel auch für Plasma und allen Sterntemperaturen. Wenn emittierte Photonen ein Gemisch von verschiedenen Energien sind, muss neben der thermischen Energie, das heißt Temperatur, die kinetische Energie von Photonen pro Zeit und Fläche angegeben werden. LED-Lampen zeigen, dass sichtbare Photonen, das ist Licht, keine thermische Energie haben und dass helles Licht im Vergleich zu Wärme trotz energiereicherer Photonen eine wesentlich geringere Strahlungsenergie enthält. Für den Klimawandel wichtig ist, dass der Strahlungshaushalt mit dieser Definition keinen Sinn macht. Im Strahlungshaushalt werden Energieeinstrahlung und Wärmeausstrahlung der Erde miteinander bilanziert, wobei jeder Naturwissenschaftler weiß, dass diese grundverschiedenen Parameter nicht bilanziert werden dürfen. Außerdem sind thermische und kinetische Energie keine Erhaltungsgrößen. Die wesentliche Grundlage des angeblichen Treibhauseffektes ist somit pure Pseudowissenschaft, um eine physikalisch unmögliche Ursache zu propagieren. Nun zum wichtigen Unterschied zwischen thermischer Energie und Wärme.
Während thermische Energie einen Zustand eines Systems beschreibt, ist Wärme keine Zustandsgröße, sondern eine relative Größe in Bezug zu einem anderen Körper. Wärme ist der Betrag der thermischen Energie, der größer ist als die thermische Energie eines anderen Körpers. Thermische Energie gleicht sich immer durch Übertragung von Wärme aus. Dies wird ausgedrückt durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Nun zum Irrtum der Wärmeeinstrahlung der Sonne. Es wird behauptet, dass die Wärmeeinstrahlung der letzten Jahrzehnte so konstant war, dass sie nicht zur globalen Erderwärmung geführt haben. Der Fehler dabei ist, dass die Messungen über elektronische schwarze Sensoren laufen, die hauptsächlich die sichtbare Strahlung detektieren, die nicht klimarelevant ist. Die einzige wissenschaftliche mögliche Ursache, die alle Klimaänderungen erklärt, ist das Durchqueren des Sonnensystems durch die nachgewiesenen und gut lokalisierbaren intergalaktischen Magnetfeldern. Da diese stark die Wärmeeinstrahlung beeinflussen, jedoch kaum die sichtbare Strahlung, wurden sie nicht als Verursacher des derzeitigen Klimawandels erkannt. Da der wesentliche Wärmeeintrag der Sonne durch die Erwärmung der Meere erfolgt, muss die klimarelevante Wärmeeinstrahlung der Sonne mittels Erhöhung von Wassertemperaturen gemessen werden oder entsprechend kalibrierten Sensoren. Hier ein Diagramm, das zeigt, woran man eine korrekte Wärmemessung erkennen kann. Eine korrekte Wärmemessung zeigt bei senkrechter Messung zur Sonne die Abhängigkeit des Wärmeeintrags zur Weglänge durch die Atmosphäre. Die Wärmestrahlung wird dabei aufgrund von Absorption stark abgekühlt. Die rote Kurve ist die korrekte Messung und zurzeit wird die gelbe Kurve gemessen, das heißt Strahlung, die durch sichtbare Strahlung gegeben ist. In diesem Diagramm sieht man, dass die starken Wirbelstürme der Kategorie 4 und 5 in den letzten Jahrzehnten sehr stark zugenommen hat. Die Zunahme von starken Hurrikans kann wissenschaftlich ausschließlich durch Zunahme der Sonneneinstrahlung und nicht durch CO2 erklärt werden. Ein weiterer Nachweis ist der Eisrückgang. Auch in Gebieten mit ständigem Frost geht Eis aufgrund der Verdunstung durch Sonneneinstrahlung verloren. Dies erfolgt in Abhängigkeit von der Einstrahlungsstärke und ist nicht durch einen CO2-Treibhauseffekt möglich. Hier ein Diagramm, das die absoluten Temperaturen der Wärmeeinstrahlung zeigen. Die Erdatmosphäre reduziert durch Absorption von IR-Photonen die Tagestemperaturen um durchschnittlich ca. 100 Grad. Ohne Atmosphäre erreicht die Wärmeeinstrahlung ca. 130 Grad Celsius, das heißt die Wärme auf der Mondoberfläche. Dieses zeigt nun auch einen Irrtum für den Effekt von Atmosphärengasen. Es wird behauptet, dass Atmosphärengase die Wärmeeinstrahlung nicht beeinflussen und daher tagsüber keinen Klimaeffekt haben. Der Fehler dabei ist, dass nicht zugegeben wird, dass bereits nachgewiesen wurde, dass sämtliche Atome und Moleküle Photonen binden, das heißt absorbieren, und somit die Tagestemperaturen um 100 Grad senken. Es kommt nicht darauf an, wie viele Atome ein Molekül hat, zum Beispiel 3 bei CO2, sondern auf die Größe und Dichte der Moleküle. Das einatomige Argon zum Beispiel in der Atmosphäre absorbiert 25 mal stärker Wärme als CO2. Jedes zusätzliche Molekül in der Atmosphäre kühlt durch Absorption das Tagesklima und hat nachts kaum einen Wärmeeffekt, was in Teil 19b nachgewiesen wird. Nun eine kleine Vorschau auf die Klimastudien 20 und 21, die demnächst erfolgen. Es wird dort gezeigt, dass aufgrund der großen kühlenden galaktischen Magnetfelder es ein extrem unwahrscheinliches Wunder ist, dass die Menschen bereits über 11.000 Jahre in einer Warmzeit leben durften, in der sie sich explosiv entwickeln konnten. Lokalisierte Magnetfeldwolken der NASA, die man auf der nächsten Folie sieht, zeigen, dass das Sonnensystem knapp an stärkeren Magnetfeldwolken vorbeigezogen ist, sodass wir von Eiszeiten mit bis zu 10 Grad kälteren Temperaturen in dieser Zeit verschont wurden. Seit einigen Jahrzehnten driftet das Sonnensystem in ein annähernd magnetfeldfreies Gebiet, sodass damit die derzeitige Klimaerwärmung erklärt werden kann.
Es ist ein Wunder, dass es viele natürliche Mechanismen gibt, die Klimaänderungen, das heißt die derzeitige Erwärmung, stark abschwächen. Ein Beispiel dafür ist die zunehmende Freisetzung von absorbierenden und damit kühlenden Stoffen wie Wasser, CO2 und Methan aus Meeren und auftauenden Permafrostböden, denen wir zu verdanken haben, dass die natürliche Klimaerwärmung stark verlangsamt wird. Hier das Bild der NASA, das zeigt, dass das Sonnensystem knapp an der lokalen Wolke vorbeigeschrammt ist und nach einem freien Gebiet unweigerlich auf ein stärkeres Magnetfeldgebiet zudriftet. Fazit: Wärme, thermische Energie und Temperatur sind entscheidende Parameter zur Beurteilung des Klimawandels und müssen korrekt verstanden werden. Durch die inkorrekte Messung der Wärmeeinstrahlung wurde nicht erkannt, dass die Orbitalbahn des Sonnensystems durch verschieden starker galaktische Magnetfelder die einzige Möglichkeit ist, die zu ständigen Klimaänderungen führt. Die Menschen haben nicht erkannt, dass das derzeitige Klima und die CO2-Zunahme zwei von vielen für uns bereitgestellten unglaublichen Wunder sind und das Gegenteil von einer Katastrophe. Mit ihren Maßnahmen gegen CO2 verstärkt die Menschheit den Klimawandel und kämpft gegen die Voraussetzung für eine ausreichende Ernährung für alle. Sie wendet sich gegen die wunderbaren Geschenke der Natur, anstatt dafür dankbar zu sein. Vielen Dank für das Zuhören.